So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Rollenleben. Wir sind beim neuen Platz für das Baumhausschiff mit dem Drachen drauf. Der Drache, der tut dann das Schiff so ein bisschen tragen, weil es zu schwer ist für den Baum oder für die Bäume. Einfach so ein bisschen proportional, damit es spezielles ist. Und die Sachen muss ich dann craften. Und dafür brauche ich mindestens ein Mesobiom, um schwarzen Lehm zu farmen, weil schwarzer Lehm fast nicht so gut herstellbar ist. Okay, es ist einfach herzustellen als mit Blumen oder Kakteen oder so, weil es einfach Tintenfisch schwarz ist, Tintenfarbe. Aber ja, trotzdem sind eigentlich alle relativ schwer machbar, weil man recht viel Lehm braucht. Für ein oder für 8 Lehm braucht man 8 Lehmblöcke und die muss man wiederum für 4 Ton machen, aus 4 Ton. Boah, ja, das ist eine halbe Arbeit, da möchte ich es am besten fahren. Okay, schade, ich wollte ihm Tschüss sagen, ich wollte schauen, ob er geht und dann ist er doch drin. Aber ich sag's vom Video, tschüss, Starbuck, komm bald wieder, also komm morgen wieder. Und weil er wahrscheinlich auch gleich bald mal ein bisschen Pause macht und dann der andere Admin wiederkommt. Aber mal gespannt. So viel weiß ich leider eben nicht. Sodele. Also da sind wir wieder auf dem Platz. Jetzt können wir leider nicht zum Portal gehen und dann reinreiten, sonst ist das Pferd weg. Wir müssen es kurz zu Hause parkieren. Und dann über die Brücke, die noch nicht ganz fertig ist. So. Ja, hier die Gitter von den... Also, sind ja eigentlich Leitern. Sieht richtig gut aus. Aber es sieht schon fast ein bisschen zu modern aus, aber es ist doch gut. So, außerhalb und lang. Sonst machen wir uns... ja, genau deswegen. Ey, wieso werde ich einfach nach oben links geportet? Das geht doch nicht. Ja, wie soll ich am besten das Pferd irgendwie hin? Am besten hier. So. Ja, toll, das geht überhaupt nicht. Ah, oh, mega cool, man, du hast ein bisschen blöd hier gebaut. Wenn dann das Dach ein bisschen höher. So, ich hoffe einfach, das Pferd kann hier nicht leben. Ne? Scheinbar nicht. Aber das ist so ein Trick, was man machen kann, wenn man einfach drüber will und nicht die Zauntore, weil hier glitschen dann immer die Tiere durch. Und wenn man hier die drauf hat, können die Tiere gar nicht weggehen. Außer die Hasen. Die Hasen können drüber, weil sie hüpfen. So. Mal ein bisschen fressen, damit wir uns regenerieren wieder. Und jetzt gehen wir in die Farm, weil wir ja erst farmen müssen. So. Schön nett. Gestern war bis 2 Uhr nachts, war hier extrem viel los. Ich dachte schon, ich kann nicht mehr alleine auf dem Server sein und einfach für mich irgendwas Nettes machen. Weil Leute sind dann immer wieder zu mir gekommen, haben mich zugeschaut und meinten sie, ich würde aufnehmen und so. So, ja, das hat sich ja auch ein bisschen verändert, aber schon länger und wow. Nicht schlecht, also hier könnte ich dann das Ding nehmen, das Dark Oak. Also, kurz die Koordinaten. Ich hoffe, da kommt kein Creeper. Ja, das kann ich ja anders mal. Also minus 250, 473. Ja, 473.
Also, wir gehen. Ist das warmes Biom? Das ist kaltes Biom. Wir gehen jetzt mal hier rechts entlang. Rechts herum. Haben wir. Kohle haben wir. Gut. Ja, die Ding brauche ich nicht mehr für die Kneipe. Die Hasenpfoten, also Fleisch. Hasenpfoten, glaube ich, oder was ist das? Drachenklinge, OP. Leider noch nicht ganz gut. Also, das Wichtigste fehlt eigentlich und das ist Schärfe. Aber es ist eigentlich auch gut, dass nicht Schärfe drauf ist, weil sonst macht es wirklich keinen Spaß. Schaut, wie stark das ist schon. Zwei, drei Schläge. Alleine nur mit einem Diamantschwert. So, ja, das ist nicht so gut, wenn hier Ding ist. Berge, weil das heißt, dass es hier auch irgendwie ein bisschen wärmere Biome sind. Wir messen sie im heißen Biom für Mesa-Biom. Und auch für Wüsten und so. Weil in den Wüsten gibt es recht gute Schätze. Und Spawner und so weiter. Kommt plötzlich ein Zombie raus und der macht Lärm. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Video genug laut ist. Weil ich spiele. Also ich habe recht gutes Gehör. Wow. Und dann ist es bei mir anders als im Video. Also es ist für euch anders als bei mir. Wow. Ah, rote Creeper. So. Der Arzt hat gesagt, ich würde so gut hören wie ein Adler oder so. Also, ja, sehen. Nein, sehen war das mit dem Adler. Hören wie. Was war es schon wieder? Wie ein Hase hat er gesagt. Also das, weil er hat das irgendwie so beschrieben. Wieso ich so gut höre, das ist wegen, ja, halt, wie sagt man dem, Hormonen halt, wegen dem, ja, an, also, ja, dann könnt ihr denken, ich habe so eine Hormonkrankheit, wo manche Hormone nicht richtig funktionieren, also nicht Sexualhormone, die funktionieren bei mir gut. Es sind, ja, halt Sinneshormone und so. Und deshalb, ja, deshalb sind ein paar bei mir gut, zu gut und ein paar sind zu schlecht. Und ja, dann mache ich auch viel Sport, Fußball und so, damit ich das ein bisschen ausgleichen kann und ein bisschen verbessern kann bei denen, die ich zu schlecht habe. Ja, weil Tabletten und so, die machen nicht immer das, was man gerne hätte. Jo, schwarzer Creeper, auch schön. Ich gehe jetzt mal links hier entlang, weil da müssen wir nicht so weit zurückgehen. Also mehr ist nicht so gut. Schon wieder ein schwarzer Creeper. Hui. Was ist das? Das sind einfach nur fehlende Ding. Also ist die Blöcke in so Linien. Ja. Die Schatten, also Schattendachsen sind wieder da. Eigentlich hatte ich die einige Zeit nicht. In 1.710 habe ich die nicht. Und wow. 5 Enderperlen mit 2. Das ist heftig. Wow. Ah, hier ist nichts. So. Also, die haben recht viel Schaden. Aber das ist der Sand noch gewesen. Vor allem, ja, Endermänner mit Lederrüstung zu kämpfen ist jetzt nicht so ideenreich.
so nicht. Schade, ich habe keinen Sattel. Ich hatte zwei gefunden, einen habe ich wahrscheinlich irgendwo hingetan. Erst kürzlich und werde dann immer wieder ein Pferd zum Zurückreisen benutzen. Aber naja. Also, wir haben hier kein warmes Biom mehr. Da müsste man eigentlich in diese Richtung immer gehen. Oh, sorry, die Pferd wollte ich nicht bekämpfen. Nein, das Schaf. Jetzt bin ich ein bisschen fehl, sorry. Also, ich muss verwirrt sein. Nein, ich verwirrt. Unkonzentriert. So, also. Sandstein. Weiße Wolle. Das Fleisch. So. Eier. Ja, man bekommt sehr viel mit Loot über. Fast schon zu viel. So, Schiffen. Ahoi. Also, hier ist eine Savanne. Das ist eigentlich auch relativ warm. Ja, es ist warm. Aber das ist gut. In eine relativ richtige Richtung. Ja, sollen wir hier wieder auf die Wüste zurück. Die Löcher von den Spawnen sieht man nicht mehr, nicht so gut. Also, ich kann euch einfach kurz sagen, wegen dem Verwirrtsein oder so. Ich bin recht oft am Denken während dem Let's Plays. Und, weil, wenn ich Hochdeutsch rede, dann bin ich meistens ein bisschen mehr am Konzentrieren, weil ich natürlich nicht mit Hochdeutsch aufgewachsen bin, sondern mit Schweizerdeutsch und Schweizerdeutsch sehr viel einfacher ist. Und deshalb, ja. Zum Beispiel hat Schweizerdeutsch gar keine Vorvergangenheit und Vorgegenwart. Und auch die Zukunft ist, glaube ich, anders als Zukunft 2 haben wir nicht. Und ja, dann teleportiere mich halt, mach das Schiff kaputt. Oder das Boot. Alles und dann habe ich manchmal ein bisschen ja, eben Konzentrationsschwierigkeiten da. Das wird so ein bisschen zu verwirrt. Ah, schaut mal her, da ist der Strand und da ist die Wüste, da sieht man den Unterschied noch. Ist wegen Optifine, glaube ich, dass man Biom ändern kann. Die Farbe. Details. Quality. Smooth Bioms. Ah, okay, dann nichts am Texture-Pack, aber mit Smooth Biomes wird das ein bisschen besser. Also wenn wir jetzt das wieder anmachen. Ja, seht ihr, jetzt sind es 3 Unterschiede, vorher waren es 2. Okay, und auch wenn man jetzt hier reingeht, wird der Hintergrund ein bisschen grau. Wenn wir rausgehen in den Strand, ist der Hintergrund ja, ein bisschen bläulich, ein bisschen hellbläulich, ja. Und ja, das macht das, dass es, es hat schon einen großen Unterschied, aber man merkt es halt im ersten Moment nicht. Aber ja, ich finde es einfach gut mit Optifine, das macht so viel aus. Und wenn ich jetzt Fastcraft noch hätte, für 1.83 oder 1.81, glaube ich, bin ich momentan, weil der Optifine nicht geht im 1.83. Also wenn ich jetzt 1.710 wird spielen, dann würde ich Fastcraft auch installieren, weil Fastcraft macht einfach, dass die Chunks ein bisschen schneller geladen werden und sonst nichts. So. Wir gehen jetzt einfach in diese Richtung noch ein bisschen. Okay, ein Sumpf. Wieso haben wir immer Sumpf in den Farmen? Aber wirklich jedes Mal ist ein Sumpf in der. Okay, ja. Also ich gehe wieder zurück. Also viel finden wir jetzt gerade hier nicht. Schade. Ich hätte gerne ein Mesa-Biom gefunden. Aber ich werde immer wieder ein bisschen weiter erkunden. Dann werde ich dann hoffentlich schon bald eins sehen. Für zum Farm. Jo. Also kann ich noch ein bisschen reden. Hier muss ich mich nicht so konzentrieren.
Ja, jetzt ist noch die kleine Hexit bei mir geschaut haben vor einer Woche und so. Ja, Hexit stürzt die ganze Zeit ab, ist im letzten Part auch vermerkt. Und manche Mods machen richtig viel Probleme mit dem Balancing und haben Bugs und so. Da habe ich das abgebrochen und mache jetzt dafür mehr hier Rollenleben und wollte bald ein neues beginnen. Aber ich muss das alles noch ein bisschen austesten. Dann beginnt ein zweites Minecraft-Projekt. Und ja, vielleicht wird das auch ein bisschen kommt das ein bisschen besser an, weil die meisten kennen ja Hexit und wollen da nicht noch ein Let's Play schauen. Dann mache ich was Neues oder etwas, das vielen gefällt. Das häufig, also das das am besten angekommenste ist bis jetzt Pixelmon geworden. Also ist bis jetzt Pixelmon und ja, vielleicht mache ich Pixelmon in der neuesten Version. Ich weiß nicht, was die neueste Version ist, ob es schon 1.8 gibt oder so etwas und mache noch ein paar andere Mods rein, wie zum Beispiel ein Backpack oder ein Performance-Mods und so weiter. Also seid dann gespannt und wenn ihr wünscht, dann würde ich gerne hier in die Kommentare schreiben. Ja, ich möchte das und sonst irgendwas anderes vorschlagen. Also ich bedanke mich auch an ein paar Leute, die etwas vorgeschlagen haben. Leider ist es bei ein paar Projekten so gewesen, dass es nicht geht mit Fraps. Weil Fraps abstürzt oder Probleme macht einfach. Und ja, halt, weil es halt ältere Spiele sind, wo nicht Fraps optimiert sind. Und deshalb muss ich da warten, bis ich dann Shadowplay oder sonst irgendwas habe. So, jetzt weiß ich nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich hoffe nicht zu lang. Dann beende ich mal den Part. Und ja, hier drüben war ja das Schwarzeichen, Dunkleichen-Biom. Und da war ja das Spawn. Da wisst ihr ja, wo ich zurückgehe. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, Leutchen. Okay, ich mache noch ein bisschen weiter. Es ist erst 17, also ich möchte euch nicht zu kurze Parts geben. Ah, wir haben keinen Hunger. Also keine Hungerquellen mehr. Hunger haben wir trotzdem. Und gehen langsam zurück. Schade, es ist nicht so spektakulär, diese Welt. Ich habe eben nicht so viel Zeit, um alles zu erkunden und so. Aber ja, man kann halt nicht so viel wünschen. Der Generator ist der Generator, der entscheidet, wie es generiert und nicht wir. Ja. Ja, warten wir bis Mittwoch oder so, bis es wieder neu generiert wird. Wenn wir irgendwas suchen, das uns und das wir brauchen. So, hier ist auch eine Wüste. Komisch. Wüstenreich, sehr wüstenreich, dieses Gebiet. Also, ich muss kurz schauen. Okay, ja. 10 Minuten. Also 13 Minuten eigentlich. Können wir noch ein bisschen herumsuchen. Hier ist das Gebirge, ja, das ist ein anderes Gebirge. Ja, wir müssen einfach nur hier übers Gebirge, genau. Also. Ja, ich bin momentan sehr am Krafttraining machen und so, bin sehr müde jetzt. Aber ja, das bin ja immer. Weil Samstagsonntag, wenn meine Schwester da ist, dann arbeiten wir im Haus. Also ich arbeite meist nicht so, weil ich ja krank bin. Aber die und dann ist es ein bisschen zu laut, dann bin ich am Wochenende nicht so aktiv. Und jetzt kommen halt die Parts von heute erst. Heute Nacht bis morgen. So, und hallo, wie lange ist das Gebirge? Da ist Sumpf.
Wir haben wieder uns verehrt, das kann ich am besten uns verehren. Wir können uns am besten verehren, wenn wir die Videos von Drago schauen. Ja. Wahrscheinlich laufe ich schon auf die andere Seite. Da. Ist es da? Mhm. Ja. Okay, bin ich gar nicht mal so falsch. So, jetzt ist meine Stimme auch noch kaputt. Ja. So, ich hoffe einfach, dass ich eigentlich zu leicht leise bin im Video. Weil irgendwie wird wieder alles ein bisschen leiser gemacht. Bei Fraps. Komischerweise. Hui. Die Eier liegen am Boden. Aua. Hat das wehgetan? Genau ein halbes Herz, das sofort wieder regeneriert ist. So schlimm. Ach nein. Das Portal abschießen. Okay, es kommt ja hier zu mir. Aua. So. Also war nicht erfolgreich. Okay, mit dem Enderpearl war es erfolgreich. Aber die brauche ich ja nicht so. Den kann man nicht bauen. Außer einen Endertruhe. Aber was ist denn mit der Stimme los? Ja, noch 5 Minuten. Tut mir leid, ich bin ein bisschen krank. Ja. Aber es ist mein Hobby, dann mache ich es auch, wenn ich krank bin. Der Shaker ist hier. Ja, das Shaker ist aus. Schon wieder leer. Voll stopfen. So. Ja, dieses Wohnhaus hier muss ich noch fertig machen. Eventuell irgendwie etwas Besseres noch dran machen. So. Also Lederfleisch. Ja, Fleisch ist daneben. Ja. Ja, Enderpearl, das Spinnenzeug hier rein. So, Sand kann ich hier rein tun. Die Schere ich da. Der Bogen. Da rein. Ja, übrigens, ich habe recht wenig Diamantzeug momentan dabei, weil wenn man getötet wird von irgendjemand und das Sachen verliert und so, dann ist es halt recht schade. Ja, hier sind meine Blöcke. Also meine und Mega Coolmans Blöcke. Aber die meisten habe ich gefunden. Weil er nicht so farmt, der baut. Und ja. Und den Level haben wir auch schon. Ich tue jetzt eigentlich nur Bücher verzaubern, damit ich dann auch Erholsamkeit habe, genau. Aber da muss ich eine neue Spitzhacke machen, weil auf der Spitzhacke kann nicht Glück und Erholsamkeit gleichzeitig sein. Ja. Die sind unsere Farbe. Da kann ich übrigens noch die Farbe runter tun, die einfach Farbe sind. Leder gehört nicht hier rein, das ist einfach Farbe. Jo, Kaktus muss man zuerst kochen. Und das Leder gehört ja hier rein. Genau. Jo, also dann ja, war's das mit diesem Part. Und das nächste Mal werden wir wieder bauen oder ein bisschen erkunden oder so. Mal schauen. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder sonst irgendwas, oder wenn ich mit jemandem mal aufnehmen soll, dann dürft ihr das gerne schreiben unten. Und ja, momentan hat auch Mega Coolman und Floß da nicht so Bock und Zeit gehabt. Wollte eigentlich auch aufnehmen, aber ja, ein andermal. So, also, jo, tschüss Leute.
bis zum nächsten Mal.